Da sind wir wieder und bei mir sitzen Sarah und Detlef. Hallo ihr zwei, ihr habt uns das spannende Thema Objektbewertung heute mitgebracht. Wie läuft's? Super, vielen Dank. Seit Mai diesen Jahres gibt es das Team Objektwerte. Wir sind ein crossfunktionales Team mit insgesamt 8 Personen und wir treten dafür an, Zuverlässigkeit in die Objektbewertung zu bekommen und so Sicherheit in der Finanzierung zu schaffen. Und das Thema ist so wichtig, dass dafür ein eigenes Team geschaffen wird? Ja, tatsächlich ist die unzuverlässige Objektbewertung einer der Top 3 Kritikpunkte unserer Partner, der Vertriebe und der Produktanbieter. Denn so wie die Objektbewertung heute realisiert ist, führt es häufig zu Änderungen in der Kondition oder sogar zur Ablehnung wegen des Objektwertes. Und das ist für alle Beteiligten ein großes Problem. Europace gibt diesem großen Thema Fokus und Priorität mit einem eigenen Team, das dafür antritt, diese harte Nuss zu knacken. In vielen Gesprächen erleben wir Nicken und Zustimmung, wenn es darum geht, wie unzuverlässige Objektbewertung aussieht. Wenn wir über Symptome sprechen, zum Beispiel die Konditionsänderungen, welche Schmerzen sie bereiten und was wir für Workarounds von unseren Partnern schon gehört haben, wie sie gerade damit umgehen. Wenn wir aber die Frage stellen, wie sieht denn Zuverlässigkeit in diesem Kontext der Objektbewertung aus, dann ist es schon etwas schwieriger zu greifen. Da haben wir jetzt in letzter Zeit viele Gespräche geführt und dem Namen dieser Europace-Konferenz Exchange alle Ehre gemacht. Wir haben zahlreiche Interviews geführt mit der Marktfolge, mit Produktanbietern, Vermittlern, aber auch mit Bewertungsunternehmen wie unserer Schwester Value. Diese ganzen Informationen bringen wir gerade zusammen und verdichten diese, legen die unterschiedlichen Perspektiven übereinander und das ist mega spannend. Denn jetzt habe ich den Faden verloren. Warum ist es so spannend? Also es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, weil am Ende ist es so, wir haben die Beleihung und die braucht eine Bewertung. Und vor Gutachten stehen ebenfalls automatisierte Verfahren und diese sind in einem rechtlichen Rahmen, der dennoch individuell justiert werden kann. Und so erleben eben unsere Partner häufig, dass sich Konditionen ändern oder es sogar zur Ablehnung kommt. Und genau da gehen wir rein. Das klingt für mich jetzt nach einem großen Berg an Daten und das klingt für mich danach, als ob Datenqualität die Grundlage eures zukünftigen Erfolgs ist. Sehe ich das richtig? Das ist eine starke Frage und genau das ist so richtig. Also wir schauen auf das Thema der Datenqualität aus mehreren Perspektiven. Da ist zum einen natürlich die Aktualität. Wertermittlungsverfahren müssen transparent sein, sie müssen nachvollziehbar sein, sie müssen strukturiert sein und sie müssen auf aktuellen Daten sich verlassen können. Das heißt, ein Vergleichswertverfahren, da geht es zum einen darum, dass natürlich möglichst viele Objekte die Datengrundlage sind, aber dann auch sehr wichtig, dass diese Daten auch sehr aktuell sind. Das Gleiche beim Bodenrichtwert. Natürlich sollten die so schnell wie möglich in die Verfahren einfließen und auch so aktuell dann natürlich wie möglich sein. Ergänzend würde ich dazu auch sagen, ich glaube, es wird auch spannend in der Zukunft, sich die wachsende Relevanz der ESG-Faktoren anzugucken. Also da schauen wir natürlich auch ganz interessiert drauf. Zweiter Punkt, das ist ein bisschen vor der Wertermittlung, startet es mit der Objekteingabe. Also im Rahmen einer Beratung sind ja nicht immer alle Informationen unmittelbar verfügbar. Eine Marktwertindikation kann aber schon mit nur wenigen Daten gerechnet werden. Aber dann muss transparent gemacht werden, dass die Unschärfe so einer Berechnung natürlich eine andere ist, als würde das Modernisierungsjahr erfasst worden sein oder die Objekt- und Lageparameter, die Ausstattungs- und Lageparameter objektiv eingegeben. Und eine dritte Dimension, auf die wir gucken, ist, wie wird die Wertermittlung, wie wird das Ergebnis übersetzt werden können in den Beratungsprozess. Gibt es Faktoren, die ein Konfidenzniveau so beschreiben, dass es verständlich ist und dass Sicherheit darüber erlangt werden kann, ob und wie man mit dem ermittelten Wert weiter durch die Beratung geht? Das heißt, du hast genau recht. Also die Datenqualität sich anzugucken, ist ein wichtiges Thema für uns aus unterschiedlichen Perspektiven.
Es ist quasi der Schlüssel für eine exakte Bewertung. Diese drei Punkte, die du jetzt angesprochen hast, die klingen total logisch. Das klingt alles auch nach einem klaren Ziel. Wie geht es für euch weiter? Gibt es schon konkrete Lösungsansätze? Ja und nein. Man tendiert ja sehr schnell dazu, in Lösungen zu denken. Und wir sind definitiv auch nicht frei davon. Denn wenn man sich mit so einem spannenden Thema beschäftigt, dann sprudeln die Ideen ja auch quasi so heraus. Es ist aber schon klar, dass die Realisierung einer Lösung kein einfacher Spaziergang werden wird. Denn wir haben auf jeden Fall ein komplexes Thema. Das Gute daran ist, dass wir es in Teile zerlegen können. Und diese Teile brauchen nicht zwingend eine komplexe Lösung. Vielleicht reicht an der einen oder anderen Stelle schon ein kleiner Twist aus, der eine große Wirkung erzielen kann. Aber das werden wir sehen, das ist noch nicht ganz klar. Was aber schon klar ist, wir werden eine Lösung realisieren wollen, die die verschiedensten Aspekte adressiert, sodass eben die heutigen Workarounds, die wir von unseren Partnern gehört haben, bestenfalls überflüssig werden. So ein Workaround ist ja oft dazu da, um dem Bauchgefühl, was gerade, naja, nicht so ganz passen will, so ein bisschen Unterstützung zu geben. Man schaut nochmal nach Vergleichsobjekten auf einem Immobilienportal. Wir haben ja gerade schon das Thema Datenqualität gehört. Ob das jetzt so wirklich die beste Lösung ist, wahrscheinlich eher doch ein Workaround. Aber was wir natürlich machen können ist, Detlef hat ja gerade schon gesagt, wie wichtig die Datengrundlage und die Datenqualität ist. Wir könnten bei der Erfassung der Daten, die wir für die Bewertungsverfahren tatsächlich benutzen, etwas mehr Verpflichtung einführen. Oder man könnte auch Hinweise und Indikatoren angeben, um eben etwas besser das Gefühl zu diesem Wert einschätzen zu können. Was sagt mir dieser Wert, um da auch wieder Sicherheit reinzubringen? Aber das sind jetzt natürlich alles Lösungsideen. Das macht aber auch einfach Spaß, in die Lösung zu gehen. So sind wir aber als Team. Ja? Wir haben ja irgendwie, wir haben ja auch Ambitionen als Team und wollen ja auch direkt Lösungen produzieren. Aber dann machen wir gerade so, im Moment auch erleben wir, dass wir uns einfach mal zurücknehmen müssen und sagen, okay, wir müssen jetzt einfach noch mal es aushalten, nicht unmittelbar eine Lösung auf der Hand zu haben und uns stattdessen einfach mal in das Problem verlieben. Auf jeden Fall. Und mit dem Problem im Fokus denken wir natürlich Plattform. In diesem Kontext agieren wir, denn wir wollen nicht einfach nur auf Symptome Pflaster kleben, sondern wir brauchen hier etwas, was wirklich hilft in der Beratung und in der Marktfolge. Wir wollen, dass alle Nutzer von der Lösung profitieren können. Das ist unser Anspruch. Denn am Ende ist es ja so, niemand möchte sich mit der Frage beschäftigen müssen, was ist denn das Objekt eigentlich wert? Nach welchem Berechnungsverfahren kommt dieser Wert zustande? Wie könnten das die verschiedenen Produktanbieter im Nachgang einschätzen? Mit diesen Fragen möchte sich niemand beschäftigen müssen. Und Technologie ist ja auch nur dann wirklich gut, wenn sie in den Hintergrund tritt, wenn sie quasi unbemerkt bleibt und der Vordergrund für die Beratung da ist. Und dazu wollen wir beitragen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir diese harte Nuss knacken werden, um damit einen Beitrag zu leisten, Leichtigkeit in die Finanzierung zu bringen und Sicherheit in der Beratung. Das heißt, ihr programmiert die Europace eigene Objektbewertung innerhalb eures Teams und lasst das alles mit einfließen. Oh, das könnte man meinen, genau. das wird aber so nicht sein. Also tatsächlich werden wir das mit externen Technologiepartnern machen, auf deren Expertise wir uns verlassen können. Also wir hatten es ja schon gesagt, an die Wertermittlungsverfahren werden vielfältige Anforderungen angelegt. Da ist eine EBA-Richtlinie oder Leitlinie, die sicherlich einfließen wird in die Algorithmen. Da sind statistische Grundlagen darunter, die werden sich verändern. Da kommen Parameter dazu, wie beispielsweise ESG-Faktoren. Und das ist dann nicht mehr die Domäne und nicht die Domäne eines Teams Objektwerte auf Europace. Unsere Domäne wird sein, die Wertermittlung als das in die Beratung zu integrieren, was sie sein sollen, nämlich ein verlässliches Werkzeug. Jetzt schieben wir das an als Team mit Europace, das Thema. Uns ist aber bewusst, dass wir das nicht alleine werden lösen können. Also das ist nur im Dialog mit unseren Partnern lösbar, mit Vertrieben, mit Banken und deren Marktfolge und mit Bewertungsunternehmen. Eigentlich eint uns ja ein Ziel. Also wir wollen ja alle das Gleiche erreichen. Wir wollen ja fortschrittliche Technologie entwickeln, die so einfache Prozesse kreiert, die Prozesse, die uns dann einfach miteinander alle verbinden, um ja möglichst viele Menschen schnell und ruckelfrei ein neues Zuhause zu kriegen. Und wenn wir als Team
Objektwerte auf Europace daran einen kleinen Anteil haben, dann freuen wir uns darauf, auf diese intellektuelle Herausforderung, wo wir zuversichtlich sind, dass wir sie managen werden. Und spätestens dann, glaube ich, sehen wir uns auf einer der nächsten EPKs wieder, um dann über die zuverlässige Objektbewertung auf Europace zu berichten. Und darauf freue ich mich heute schon sehr. Ich freue mich auch. Und ich freue mich dann natürlich auch, wenn wir weitere Ergebnisse hören. Vielen Dank, Sarah und Detlef.